Marc Rieder, im Moment nicht ganz einfach Situation sportlich, Sportchef plus Assistenztrainer. Ist es im Moment mit der Sportsituation manchmal ein bisschen belastend für euch? Ja, wenn man ein Match verliert, ist es immer belastend. Ob jetzt als Sportchef und Assistent oder auch sonst. Ich denke, das Gefühl, das man hat, wenn man verliert, dass man eigentlich gut spielen muss, das ist da. Mit dem müssen wir jetzt umgehen, da müssen wir das Beste daraus machen. Für mich selber ist es mehr Aufwand, es ist mehr Arbeit. Ich habe mich zu dem committed. Ich bin auch absolut der Meinung, dass wenn der GM näher zu der Mannschaft ankommt, dass man da auch Mehrwert hat als Mannschaft, als Spieler. Ich habe genug lang selber gespielt und auch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt an die Jungs weitergegeben. Und ja, soweit hat es jetzt noch nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber wir bleiben dran und wir kämpfen und hoffen auch, dass es bald besser kommt. Eben kämpfen als Trainerstaff kann man die Goal noch nicht schießen. Das ist etwas der grösste Problem. Was probiert man zu machen, damit vor allem Stürmer bei den Treffen oder was fehlt, damit sie überhaupt nicht treffen? Ja, ich meine, wir kommen zu Chancen, oder? Es ist halt einfach Kaltblütigkeit vor dem Goal, oder? Dorthin, wo es wirklich weh tut. Und das ist einfach im Slot drin. Jede Möglichkeit zum Schießen wahrnehmen. Wir haben die Linie ein bisschen durcheinander gerüttelt, weil wir doch auch das Gefühl haben mit den Imports, dass wir sich ein bisschen verteilen müssen, neue Impulse müssen geben. Auch mit einer Checkerlinie, dass jeder Spieler wirklich seine Rolle hat. Das Gleiche ist auch im Powerplay. Viel effizienter, dort sind wir nach wie vor wirklich nicht gut, oder? Aber es geht immer darum, hart zu arbeiten, die Scheibe aufs Goal bringen, die Goal wollen erzwingen und auch wirklich daran glauben. Und dann gehen die Böcke auch rein. Aber das Erzwingen, das Mitgeben, jetzt sind zwei Tage seit dem Matchspiel vergangen oder drei Tage nur eigentlich, seit der letzten Niederlage. Was kann man als Trainerstaff wieder reingeben und probieren, damit sich wirklich etwas löst, damit sich etwas ändert? Ja, man schaut das Video an. Man hat heute die Möglichkeit, dass man ziemlich das ganze Spiel obeinander nehmen kann, jede Situation. Aktuell ist es so, dass wir die letzten beiden Matches verloren haben. Wir wissen, dass wir nicht gut gespielt haben. Ich denke, wir müssen da nicht an Stolz appellieren oder sonst etwas machen. Die Mannschaft will, die Mannschaft glaubt auch daran, dass wir das jetzt Ehre und Feuer vergönnen. Wir sind jetzt in einer Negativspirale drin, da müssen wir herausfinden, einen Weg daraus herausfinden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir anfangen, jedes Spiel so zu spielen, als wäre es unser letztes in der Karriere. Dass es auf Deutsch gesagt fast wirklich um Leben und Tod geht. Mit diesem Engagement an die Match herangehen und die Sachen, die wir müssen, die wir erzwingen, das probieren wir den Spielern weiterzugeben, sie heiß zu machen und dass es bald für uns kehrt. Für Erfolg heute Abend. Merci. Merci.